Ich habe wieder Bock auf das Kartenspiel, das virtuelle Kartenspiel, was ich am liebsten spiele. Ja, das sind nur ein paar Dailies, ne? Also, cheers und auf geht's. Hallo zusammen, mein Name ist Fitz Fuchs. Im Hintergrund schon wieder die schöne Hearthstone-Musik. Es ist noch sehr warm, deswegen bin ich noch luftig angezogen, aber alles hier regelkonform bei Twitch und auch bei YouTube. Ja, Dachgeschosswohnung halt, ihr kennt das bei mir. So, das sind die Dailies hier, die wir hier haben. Wir müssen 25 Zauber ausspielen, wir müssen 25 Diener ausspielen, wir müssen 10 Mal Todesröcheln ausüben und 6, 5 Mal durchfluten. Habe ich, glaube ich, gar nicht im Deck. Gucken wir gleich mal, ob wir das nicht irgendwie reinkriegen. Spielt 5 Karten mit Durchfluten aus. Was gibt's hier noch Gutes? Ein goldenes Paket. Paket von... Ja, wer Geld ausgeben mag, der darf das hier. Ich habe es ja auch schon getan. Nichts Kostenloses. Kostenlos hätte ich jetzt gekauft. Für nichts. Der Traum der Seele, hallo. Dass du reinschaust. Ja, ich kaufe erstmal nichts. Ich habe genug gekauft in dem Spiel erstmal, ja. Wir kaufen ja keine Kartenpacks. Wir sammeln weiter Ingame-Währung, um irgendwann uns mal irgendwas anderes zu holen. Und also, wir müssen durchfluten. Aber ich glaube, habe ich in meinem Mage-Deck irgendwas mit durchfluten? Ich glaube nicht. Ich spiel doch so gerne. Kann ich den klonen eigentlich? Geht das? Ja, geht. Okay, ich könnte also sagen, ich behalte das und bastel ein bisschen rum. Wir gucken mal, ob es beim Magier irgendwas mit durchfluten gibt. Das ist alles, oder was? Verursacht 3 Schaden, durchfluten 3, haltet eiskalte Berührung auf die Hand. Das könnte ich eigentlich mit reinnehmen. Zumindest für die Daily. Aber auch generell ist die Karte nicht verkehrt. Das ist zwar Frost, aber pff, who cares? Der Hausmeister. Explosive Runen. Ja, das fand ich halt immer ziemlich gut. Gegenzauber ist auch ziemlich gut. Ich kann eigentlich keine Kreatur mehr. Ich habe zu wenig Kreaturen im Deck. Ich kann eigentlich keine Kreatur. Aber hier steht verursacht 3 Schaden. Also. Für auch wenig. Für 2. Das brabbelnde Buch. Das brabbelnde Buch ist zu gut. Ich kann das brabbelnde Buch nicht rausmachen. Der Wachposten ist halt auch zu nervig. Da tut sich der Gegner immer drauf konzentrieren. Deswegen ich denn sehr gerne... Also eigentlich würde ich mein Deck echt gerne so lassen. Finde das eigentlich gut so. Ah, was haben wir hier noch? Okay, euer erster Zauber in jedem Zug kostet 0. Ja, aber kostet halt 9. Hat 9. Okay, sagen wir trennen uns von dem. Wir brauchen diese Karte jetzt zweimal drin für diese Quest. Ja. Den Wachposten habe ich nur einmal drin, sehe ich gerade. Auch zu wenig. Es gibt gewisse Karten, die darf man nur einmal drin haben. Ne? Also die mit den Sternen. Ja. Baba Naga. Also, ich habe halt dann kaum Kreaturen in dem Deck. Das ist das Ding. Also eine neue Kreatur kann ich ruhig rausnehmen. Das spiele ich eh wahrscheinlich nicht, aber... Komm, wir nehmen den Wachposten raus. Geht gerade nicht anders. Ehrlich. So, wir spielen einfach mal.
Ja, also das hier erst ein paar Matches, 3, 4 oder so. Vielleicht auch 5 und danach geht's sogar um Medieval weiter. Wer hätte das gedacht? Keltas gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Es tut gut, euch zu sehen, Jaina. Haben wir doch schon mal gleich eiskalte Berührung auf der Hand. Das finde ich schon mal sehr fein. Das ist eine gute Starthand, eigentlich. Magier gegen Magier, es wird witzig. Ah, wie ich sehe, habt ihr Gäste dabei. Was haben wir ihn direkt. Warum kann ich nicht feuern? Ich will feuern! Das gute brabbelnde Buch. Wir könnten 3 Schaden verursachen. Wäre Verschwendung. Also noch die Münze. Ne? Ja, jetzt spielen wir ihn halt. Zeit, unseren ehemaligen Meister vom Thron zu stoßen. Prinz Renital. Mage durch und durch, jetzt zieht man 2 Karten. Diese Runde geht auf. Nein! Ich konnte meine Karte nicht ausspielen für die Daily. Warum hat er aufgegeben? Das ist aber sehr unbefriedigend gerade. Nein, ich will nichts kaufen. Das ist schon penetrant, oder? Ja, es ist ein Free-to-Play-Game. Ist okay, aber... Hier gibt es die nächste Karte, der Ausgang der Narr. Wir können Karten wegöffnen. Ja, trotzdem. Irgendwie befriedigt mich das gerade nicht. Mach mal das Kartenpack auf, hier ist was Gutes drin. Oh, die Löwenwache sieht hübsch aus. Kampfschrei erhält +2/+4 und Spott, wenn ihr maximal 15 Leben habt. Alter, für 5. Geile Waffe. Geile Einheit. Haben wir noch Paladin? Mhm. Auch nicht schlecht. Stärkende Predigt. Ist geil. Fällt mir auch das Artwork. Die Zeichnung. So. Spielen wir nochmal weiter, aber. Achso, jetzt hat er gerade die Collection uploaded. Das ist halt dieses Tool im Hintergrund. Das ist ganz geil. Das updatet halt alles, die Kartendecks und so, die ich habe. Okay, lass mich kurz überlegen. Söldner ist falsch. Schlachtfeld ist auch falsch. Ich wollte gucken nach den Dailies. Was haben wir denn jetzt noch eigentlich? Kann ich irgendwas wegschmeißen, was kacke ist? Naja, eigentlich das hier will ich ja machen. Ich habe durch Fluten ausgespielt. Hätten wir es jetzt schon einmal, ne? Super, ne? Hab ich einfach ein Kartenpack. Müssen wir machen heute. Wir müssen 5-mal durch Fluten ausspielen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich will 25 Zauber aus. Ja, ich konnte keinen Zauber ausspielen. Diener ist klar. Todesröcheln und hier Kampfschrei. Gut, wenn ich die wegschmeiße, kriege ich, glaube ich, eine neue. Richtig? Ja. Ja, perfekt. 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 Und die gibt es halt erst die nächsten Tage. Ansonsten finde ich die eigentlich alle ganz okay.
mag mein Mage-Deck am liebsten. Mage durch und durch bin ich. Ich bin ein bisschen Mage. Ich weiß nicht, ich finde, die sollten so, das haben die natürlich nicht eingebaut, aber ich finde, die sollten bei Hearthstone so einen Counterton haben mit, der hat jetzt schon so viel Geld da gelassen. Jetzt geben wir ihm nicht nochmal extra Werbung, wisst ihr? Weil ich habe genug Geld da gelassen. Keltas gegen Garrosh. Ja, ihr segelt jetzt in meinen Gewässern. Oh Gott, zweimal Flammenstoß muss ich natürlich, das ist geil, Lauffeuer ist immer geil, direkt früh zu kriegen. Ah, wie ich sehe, habt ihr Gäste dabei. Gäste dabei. Okay. In der Kiste? Piratenkram. Okay, wartet mal. Das kostet mich 2, aber den auszuspielen kostet mich nicht. Ich muss den platt machen. Das wäre halt geil, aber dann kann ich den nicht mehr töten. Abwarten. Das Garrosh ist da. So, jetzt können wir den hier spielen. Es brennt so schön. Mit zunächst mal eine Karte und meinen Gegner vernichten. Rabbelnde Buch spielen wir gleich. Das Babbelnde, wir sind der Palz. Hat er zweimal auf der Hand oder was? Naja, da ich nicht so viel Kreaturen habe, tut natürlich jede Kreatur weh, die stirbt. Ne? Ihr wollt einen Zauber wirken? Das will ich auch. Fügt einem feindlichen Diener 8 Schaden zu, ruft ein Überbleibsel mit den Werten in der Höhe des überflüssigen Schadens herbei. Okay. Weiß ja nicht, ob das so cool ist. Perfekt. Eiskalte Berührung müssen wir spielen. Eigentlich ist es ja gut, ich kann die spielen, dann wäre es halt Verschwendung. Ich wollte überlegen, ist doch Quatsch, jetzt die zu spielen, aber. Dann, ich kann's machen, ja. Warum hat er denn das gemacht? Okay, wir können Geheimnis spielen. Verursacht 3 Schaden. Wir spielen mal ein Geheimnis. Und Chaos mit 3 können wir nicht machen. Ich habe ganz viele Zauberspiele und kaum Kreaturen. Ne? Haben wir halt eine Kreatur. Die wird er mir jetzt wieder umbringen. Okay, was macht er hier? Verleiht jedes Mal einem zufälligen Griff eurer Hand +1/+1, wenn ein befreundeter, also diese Karte muss sterben. Na super, das heißt, wenn ich den jetzt nicht umbringe, fügt einem Diener und seinen Nachbarn 7 Schaden zu.
Feuer frei. So, damit hätten wir schon mal geklärt. Wir hätten noch eins, wir könnten zwei machen, heben uns aber auf. Okay. Ich glaube nicht, dass ich das gewinne. Schnappt euch die Segel, jetzt wird gerasselt. Ja, ist halt so ein Piratendeck, ne? Und kriegt jedes Mal jetzt Boni, wenn er Piraten spielt. Ist jetzt schon drei. Ja, genau. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir verursacht 3 Schaden. Mit dieser Karte einen Zauber gewirkt habt. Okay, können wir machen. Wenn wir das durch Fluten ausspielen, haben wir auch nochmal 3 Schaden. Geht leider nicht anders. Wir haben genug, um krasse Karten auszunoggen. Was hat er jetzt hier? Ist das das nochmal? Ich füge am zufälligen Feind 2 Schaden. Was? Ja, wenn der Held angreift oder was? Flammenstoß könnten wir machen, aber das da würden wir alles mit 5 Schaden grillen. Was müssen wir denn machen? Wir müssen 3 Schaden machen. Hm. Ich muss die beide killen. Flammenstoß ist da Verschwendung, aber wir müssen es machen. Alter, auch 40 Karten, ne? Hat schon mehr ausgespielt, aber. Dieser Schritt war euer letzter. Was war das? Oh, nochmal Rüstung gibt er sich. Ja, da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch, das ist klar. So, 3. Kann ich irgendwie 3 Schaden machen? 10 Schaden. 2, 6 ist too much. Was haben wir denn? Doch, das haben wir. Wir können hier 2 machen und dann nochmal einen hinterher. Wir spielen eine Kreatur. Tja. Komm, kriegt er nicht kleiner, zu viel Rüstung. Ich mach dem 2 Schaden, der nimmt sich jetzt 2 Schaden und macht mir wieder Schaden. Also, da komme ich nicht durch, der hat einfach das Bessere. Und hallo Yeet Gamer, hallo! Oder Yeet Gamer, schön, dass du reinschaust, hallo. Also, da komme ich durch, nicht durch. Ich hab kein Klassik-Deck, ist nicht böse gemeint, aber ich bin hier ein neuer Wiedereinsteiger oder alter Wiedereinsteiger. Ich krieg bei dir nur auf den Sack, ich spiele gerade so ein bisschen die Dailies weg, ne? Also hat nichts mit dir zu tun, ist einfach meiner fehlenden Erfahrung und den Kartendecks geschuldet. Vernichte ein Wildtier, was? Ach so, vernichtet ein Wildtier, enthält als 1+1 der Kampfschrei. Wir haben das prabbelnde Buch. Ach, wie kriege ich denn die einer jetzt glatt? Erstmal das gute prabbelnde Buch. Verursacht 5 Schaden, da sind wir dabei. Das ist ja für die Daily, ne? Klassik-Kartendecks, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil Klassik so lange halt aktiv war, ne? Wo die Leute halt neue Sachen spielen wollen. So, wir haben alles platt gemacht. Wir können... Ach, Schaden könnten wir noch drücken. Zeit wird knapp.
Ja, ich mach zwei Rüstungen runter, der gibt sich zwei Rüstungen, ne? Also es gibt sich nicht viel. Hoch mit den Fäusten, Kleiner! Setz die Segel! Die Moloch steht unter meinem Kommando! Was zum Geier? Kriege ich diese Moloch kaputt? Aua! Okay, ruf die Moloch herbei und weiter. Wie stirbt die? Ist nicht dabei. Vielleicht, wenn der Pirat stirbt. Jetzt mache ich dann noch 6 Schaden mit. Wartet mal, 4 und 3 sind 7. Dann können wir den ja killen. Dann machen wir das doch. Ach so, 8 Schaden könnten wir auch damit drücken. Nee, ich will eine Karte ziehen, kommt. Mal das so. Das Feuer euch verschlingen. Spielen den. Und spielen den. Ja, aber die bleibt jetzt, oder was? Ich habe zumindest alle Karten ausgespielt, die ich machen musste für die Daily. Das war mein Hauptgrund eigentlich. Ja. Der ballert jetzt jede Runde zweimal, oder was? Genaueres Zuges. Ruf dann. Ja, das ist halt, weil er die Quest jetzt gemacht hat. Da mache ich nichts. War eh schon verloren. Hat einen geraten, ein fieses Deck. Ich komme bei Rüstung 18 Rüstung halt. Ne? Das ist schon ein bisschen. Ja. So, Kampfschrei. Setzt eure Heldenfähigkeit. Das machen wir doch. So, fügt am Ende des Zuges allen Feinden 2 Schaden zu, wenn ihr ein Geheimnis kontrolliert. Das tun wir. Das heißt, alle kriegen 2 Schaden. Machen wir das. Also, was bedrückt euch? Und du machst den hier noch. Wir geben dich kampflos auf. Zieh jetzt mal eine Karte in Heldenfähigkeit. Achso, ja gut. So, jetzt kriegen alle 2 Schaden. Nur die Gegner, oder? Allen Feinden, ja. Dann ist klar, dass es rum ist, ne? Dann das hier. 6-4 Pirat, ja, ist klar. Ist klar, ist klar, ist klar. Mein Decking hat voll auf. Da habt ihr euch ordentlich in die Rinnen gelegt. Aber ich kann noch. Jetzt mache ich 3 Schaden und jedes Mal, wenn eine Einheit stirbt, ziehe ich eine Karte. Steht hier doch. Ah ne, doch hier. Ne, ne, die ist gestorben. Okay. Habe ich vergessen. Okay, was können wir noch tun? Ja, nichts. Fügt einem feindlichen Diener Schaden zu. Sonder. Ich kann keine Zauber mehr ausspielen. Diese Karte kann ich nicht ausspielen. Sieh mal irgendwer aggro! Ich hab genug gehört! Das war's. Egal, ich konnte noch das ausspielen, was ich halt irgendwie hatte. Nur ein bisschen Schaden machen, aber das war's. Ja, das ist schon fies, dieses Piratendeck, also. Aber wir haben ja ein bisschen was, ne? Mit Kampfschrei ausspielen und. Wir machen. Warte mal, wir gucken mal kurz. Wie sieht's denn aus? Genau, wir haben ja schon 2-mal durch Fluten gespielt. Wir müssen es nur noch 3-mal machen. Da will ich hin. Die hätte ich gerne abgeschlossen. Das Kartendeck nehmen wir mit. Ansonsten den Rest machen wir so nebenbei. Mit den Zaubern, das kriegen wir heute auch hin. Und Diener ist schwierig. Ich habe nicht so viel Diener-Kartendeck in meinem Mage-Deck. Mana macht man nebenbei. Mit Kampfschrei macht man nebenbei. Macht man alles so ein bisschen nebenbei. Also. Komm, wir machen nochmal einen Mage. Yeah. Vielleicht gibt's ja einen Sieg. Ich hatte erst den Gegner auch meinen Namen gelesen. Hat sich gedacht, da gebe ich direkt auf. Kann natürlich sein. Kält!
Kratas gegen Malfurion. Wieder so ein Druiden. Ich klone meine Kartendecks bis zum Erbrechen. Ist es das? Ist es das? Ich würde fast sagen, ja. Habt ihr Gäste dabei? Wir ziehen schon wieder direkt. Das war's mal. Ich weiß nicht, ob ich an der Gamescom selbst bin ich ja im Hotel. Vielleicht habe ich mein Tablet dabei und spiele mal ein paar Runden am Tablet. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl. Es ist echt. Ich sage es immer wieder, es ist bekloppt. Es ist das gleiche Spiel, aber man hat das Spielfeld so vor sich quasi auf dem Tablet, guckt so drauf und swipet die Karten so vor. Es ist ein ganz anderes Spielgefühl. Obwohl es das gleiche Spiel ist. Aber dann würde ich ja, also wenn ich das abgreifen würde vom Tablet, würde ich ja so runtergucken. Und dann, das wäre ja Quatsch, ne? Lass mich raten, zieht eine Karte. Klont eine Karte, weil wir Karten ziehen und klonen können. Wenn euer Held angegriffen wird, erhaltet 8 Rüstung. Kampfschrei zieht einen Zauber und wählt ihn aus dem Tisch. Ich weiß nicht, was der vorhat. Der kann sich ja auch heilen. Kann er sich hiermit heilen? Ne, ein Angriff, eine Rüstung, oder was? Aber nur in dem Zug. Na, trotzdem. Wir haben schon mal die ersten 2 Schaden gemacht. Bin schon glücklich. Ich habe nur meine Augen rausgeholt. Erwacht, nachdem ihr 5 Mana gespielt habt, oder was? Achso, macht jetzt 2 mehr Schaden und den Pyroschlag gezogen. Kampfschrei verursacht 3 Schaden. Wenn ihr mit der Karte einen Zauber gewirkt habt, das ist meines Erachtens nicht der Fall gewesen. Setzt eure Heldenfähigkeit gegen alle Feinde ein, das sollten wir aufheben. Seid unsere ehemalige Meister, um zu stoßen. Das war's. Der Säulenpark-Realent. Ich hätte auch gerne noch, wo ist denn Lauffeuer hätte ich gerne in der Hand, jetzt mal so langsam. Und auch gerne die, wo haben wir sie hier? Die eiskalte Berührung. Beides bitte jetzt schnell in die Hand. Das sind alles Karten. Ja, das ist... und Freunde. Ich habe nur meine Augen ausgeruht. Geheimnis. Okay, da können wir was. Okay, 4-4. Das macht noch keinen Sinn. Das wäre 5. Das machen wir auch nicht. Zumindest jetzt nicht. Das wäre 3. Welch ein Dilemma. Das ist eine gute Frage. Ich spiele ein Geheimnis. Sonderbar. Verkohlt! Hier endet seine Herrschaft. Ich hatte super viele Karten auf der Hand und er pusht sich jetzt das Mana wieder hoch und der müsste jetzt aktiv werden, ne? Sind jetzt beide aktiv. Das war ein Geschenk. Das war ein Geschenk. Verursacht 2 Schaden.
Tollkühner Lehrling, haben wir den nochmal drin? Es braucht nur Liebe. Ja. War immer diese Entdeckerkarten. Man hat immer so viel Mana. Aus den kleinsten Samen. War jetzt schon 1 von 11. 2 Schaden, das heißt, er kann ihn jetzt töten. Jetzt kommt die Barkeeperin. Ist gar nicht mal so doof. 7 reicht genau. Also, was bedrückt euch? Das war's. So. Die wird ihn nämlich nerven. Also jetzt schon 10 von 12, ich bin bei 7. Das finde ich halt Quatsch beim Druiden. Sorry, aber was der in der Runde ausspielen kann, geht über keine Kuhhaut. So, ich muss dem 5 Schaden drücken. Wenn man dieses bergt eine Karte. Super nervig, Druide. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ein Held vernichtet. Das wäre schön. Da müssten wir einen Schaden machen. Das klappt aber nicht. Ah, der macht 3 Schaden. Doch. Ja gut, aber das bringt nichts. Da habe ich den nicht gespielt. Aber ich kann trotzdem töten. Die Gezeiten werden euch den Geist verdrehen. Darf ich den nur einmal pro Runde nehmen? Nein, so. Ich hab genug gehört. So, ich muss ihn eigentlich nur auf 12 runter. Dann kann ich ihn. Ach, den darf ich auch noch. Eierraum, Feuer frei. Ich mach kurz mein Fenster. Was? Da guck ich kurz nicht hin. Guck mal, sind die Drachlinger mehr oder was? Was zum Geier? Oh. Och, und was aber? Da gucke ich kurz nicht hin. Was ist denn das wieder für ein Bullshit? Wir ziehen erstmal Karten. Okay, also ich kann den spielen und jetzt. So, jetzt will ich natürlich den töten, aber ich habe ihn nochmal auf der Hand. Er hat noch 19 Karten, also. Wenn es so weitergeht, dann gehen dem wirklich die Karten aus. Zieh 3 Karten, ruf deine Pflanze mit Spott. Ja, 8, aber hat immer noch 6. Aber das ist halt Quatsch, ne? Ich bleib dabei. Droiden-Decks sind einfach Quatsch. Aktuell mit diesem, ich klone mir hier alle Mana-Kristalle. Dieses Spiel hat eine Begrenzung, dass du nicht unendlich Karten ausspielen kannst, ja, die Mana-Kristalle. Genau. Wenn du eine Klasse machst, die dir 1000 Mana-Kristalle reinporten kann und Karten ziehen kann wie blöde, dann machst du die Hauptmechanik, die hebelst du dieses Spiels aus. Das ist doch Bullshit. Ja, noch ein Mana-Kristall diesen Zug, komm. So, 7, warte mal, die kostet hier und kostet 4. Dann haben wir noch 6 übrig. Ich will das nicht nehmen hier. Macht nämlich auch 7 Schaden. Sonderbar. Wir machen das so. Ja, dann spielen wir ihn hier. Zieh noch eine Karte.
Kann jetzt mal bitte die Berührung kommen, die eiskalte Berührung. Ich muss die nur ein paar Mal spielen, Mann. Oh Mann. Karten sind es noch nicht mehr. Halt einen leeren Mana-Kristall. Ja, komm, noch ein. Das ist halt so lächerlich. Das ist halt so lächerlich. Das ist halt so lächerlich. Gegen Druiden zu spielen macht keinen Spaß. Also, wenn ich könnte, würde ich sagen, Druiden möchte ich nicht als Gegner. So, ich kann jetzt zwar das Deck clearen, weil ich gerade noch, nee, macht nur 5 Schaden. Kriegt leider gar nichts. Welch ein Dilemma. Philomelo! Aber der hat doch bald keine Karten mehr, Mann. Der nervt. Druiden nerven. Ey, Druiden-Decks machen keinen Spaß. 19, 17 von 19, ist klar. Er wandelt sich in einen 3-1er Hai. Ja, ist klar. Zieht 3 Karten, genau. Hat er auch jedes Mal. Es ist so lächerlich, es ist so lächerlich. Was soll ich da machen? Das kann ich machen. Ich habe ja keine Wahl. Er macht leider nur einen Schaden. Leider. Der macht 4 Schaden. Müsste ich gegen die da drüben machen. Nee, das bringt nichts. Der macht 6 Schaden. Müssen wir so machen. Möge das Feuer euch verschlingen! Ja, das Traurige ist, ich komme halt nicht gegen an. Das ist mein Problem. Der hat jetzt immer noch so viel Karten. Hat zwar nur noch 7 auf der Hand, aber der spielt gleich wieder so viel aus. Der klont sich hier wieder alles voll. Weil er die Karten wieder alle doppelt auf der Hand hat und dreifach. Das ist das, was mich halt so ein bisschen ärgert. Ich bin nicht sauer auf den Spieler. Ich bin halt auf die Programmierung. Die ärgert mich. Weil, wie gesagt, ja, jetzt 20. Ne? Also, und da noch was mit Spott und da noch ein 2-2er und hast du nicht gesehen. Das ist halt alles lächerlich. Man hat immer noch 18. Er hat immer noch 18, Mana. Hier. Und wenn du eine Karte nur 2-mal haben darfst, ja, dann darfst du die auch bitte nur 2-mal haben. Und nicht, ja gut, ich kann mir halt über andere Fähigkeiten mir sie wieder 30 Milliarden mal reinklonen. Das ist doch Bullshit. So, wir müssen die killen, die am meisten Schaden machen. Das sind die hier. Die müssen mal weg. So. Die bringt gerade nichts. Die ist 5-5, die ist 4-4. Wir machen es lieber so. Ja, ich habe Pyroball auf der Hand, aber es bringt mir nichts. Das macht ja nämlich hier wieder alles voll. Was für Geheimnisse wir lüften. Ein Toast. Ah, ja. Ja, es gibt halt einfach eine Karte, die dir 30 Lebenspunkte abzieht mit 10-10. Was ist denn das bitte? Allein schon deswegen müsste ich das Spiel deinstallieren. Was soll denn diese Bullshit-Karte? Das ist die Karte, dass ich automatisch gewonnen habe, sobald ich es auf der Hand habe. Wer programmiert sowas? Also ohne Scheiß, das ist doch Bullshit. Will ich jetzt mal googeln, welche das ist. Hearthstone Damage Card.
Weiß nicht, wie die heißt. Ja, es ist nicht Zitun. Das ist eine andere Karte. Ich finde die jetzt nicht. Kann ich nicht sehen, Entdecker, gegen wen ich gespielt habe zuletzt? Kann ich das nicht gerade sehen hier? Alle? Kann ich nicht sehen, wer mein letzter Gegner war, was für Karten der hatte? Bringt mir dieses Tracker-Deck hier nicht. Nö. Versteht. Also in diesem Hearthstone-Decker, Tracker, Deck-Tracker steht zwar drin, dass ich hier gerade mit dem gespielt habe. Also dass ich das, also offensichtlich ist es drin, aber es ist nicht drin, gegen wen ich gerade gespielt habe, gerade eben. Das ist doch Bullshit. Von vor einem Tag ist drin. Ja, das bringt mir nichts. Ich wollte es gerne jetzt haben. Kann ich das hier irgendwie aktualisieren oder so? Nö. Weil ich hätte gerne gesehen, was für eine Karte das war. Was ist nicht Zetun? Er sagt immer nur die Zetun-Karte, zeigt er mir an. Die ist es nicht. Ist das einer von den neuen hier? Ich glaube, das ist doch einer. Ist das der? Wartet mal, zurück. Oh. Danke für nichts, wartet mal. Doch da. Das ist die goldene von ihm hier. Nee. Also ja, die ist schön, aber die meine ich nicht. Die ist da zumindest mal nicht dabei. Hearthstone. Genau. Oh, es gibt die Library aller Karten, die es jetzt gibt im neuen. Und ich glaube, die ist da dabei. Glaube ich. Direkt auf Play Hearthstone. Eine ganz hohe Karte. Ist es eine Druidenkarte? Nein. War auf jeden Fall eine teure. Ah, ich kann noch sagen 10. Genau. Okay, ist cool, dass man auf der Hearthstone hier. War es der Graf, den Artarius Lebensentzug Krampfschrei verursacht 5 Schaden, die auf alle Feinde verteilt würden, endlos durchfluten, verursacht einen Schaden mehr. Ich glaube, es ist dieses Graf, dieser Graf ist es, den du da am Schluss hochpushen kannst dadurch. Wird nach dem Tod von x-befreundeten Dienern auf der Hand aufgewertet. Genau, die Karte hältst du einfach ewig auf der Hand und dann spielst du sie irgendwann. Die Karte ist Bullshit. Wird genervt. Ja, okay. Das ist Standardkarte gewesen. Aber das ist cool, dass ich mir auf der Hearthstone-Seite direkt alle Karten angucken kann. Jo, weiter geht's. Kommt. Aber ich finde es halt trotzdem Quatsch. Deswegen, die Karte macht nicht 30 Damage, die kann man hochpushen, dass sie 30 Damage macht. Wo ist das Problem? Keltas gegen Rexha! Lass die Jagd beginnen. Selama Ashalanore. Macht mal bitte den Pyroschlag weg hier. Den brauche ich jetzt nicht. Aber Lauffeuer haben wir schon. Immerhin. Die ist ziemlich hart. Das Team wäre gutes? Ah, wie ich sehe, habt ihr Gäste dabei. Pyroschlag. Das war's.
Ich verstehe es nicht. Blizzard hat doch so viel Geld gehabt über die Jahre. Und immer noch. Warum haben sie nicht schon längst WoW auf eine neue Engine gehoben? Ein Stormwind in Unreal Engine 5. Ein Iron Forge. Ein Orgrimmar. Es wäre der Shit. Ich weiß, es sind keine MMO-Engines, die sehr viele Spieler auf einmal beherbergen können. Ich verstehe das schon. Ist so einfach gesagt, ja. Mach doch mal. Was ist hier? +1 Angriff. Erhält +1 Angriff bis zum nächsten Mal, nachdem er einen Zauber gewirkt hat. Hm. Gefällt mir gar nicht. Aber ich habe auch gerade nichts, was ich tun kann, außer das. Eigentlich will ich ja nur diese Dinge ausführen. Hier, eskalierte Berührung will ich raushauen. Die müsste ich jetzt einfach nur mal kriegen. Bei Fuß, Mädchen. Ich will deine Falle. Das ist es halt. Hier, das hat was hier. Eine Kopie eures Wildtiers aus eurem Deck. Eine Kopie. Also haben wir die Karte jetzt eine Karte schon dreimal. Ja, Leute. Können wir nicht machen. Er macht doch nur einen Schaden. Das war's. Eigentlich müssten wir die spielen und dann die. Aber ich will nicht, dass er die ganzen Diener da hat. Dann wird man nämlich zwei Karten ziehen. Aber wir müssen noch so lange warten. Uah. Ursacht 3 Schaden, ja, bringt uns nichts. Die schaffe ich! Moment! Doch nicht alle! Ja, mehr ging leider nicht. Wird er mir jetzt ja wahrscheinlich killen. Nächste Runde haben wir 5. Dann können wir zumindest ihn machen und dann mit ihm hier drauf schießen oder so und ziehen wir eine Karte. Und sobald wir 7 haben, spielen wir die Barkeeperin und das Geheimnis. Hm. Gucken wir mal. Ach, schon wieder die Fische. Lass mich raten, die hast du auch noch 3-mal geklont oder so. Lächerlich. Okay, er will's auf die harte Tour. Kontrolliert, Speicher bringt leider nichts, kann man nicht spielen. Maximal 3 Damage. Kriegen wir gleich weniger Damage. Das wäre auch cool. 2-mal die draußen haben. Wäre fies. Und der hat schon wieder so viele Karten und... Weiß nicht. So Fats gab's früher nicht. Ja? So früher war das ein bisschen gechillt, habe ich das Gefühl. Wir machen eine gefährliche Reise. Seid ihr dabei? Hier, einfach platziert 3-mal eine Karte. Oder? Hier. Was ist das? Zieht da nochmal extra ein, oder was? Ah, das war irgendwie klar, dass er das macht. Machen wir nicht. Wir töten auf jeden Fall ihn. Hm, das machen wir. Wir haben 6 und hier können wir nochmal 3 Schaden drücken. Dann machen wir das. Wir spielen das und machen dir 3 Schaden. So.
Jetzt ziehe meine Karte. So, und er wird jetzt den umbringen, weil es würde ihn nerven, dass ich jedes Mal eine Karte ziehe. Das würde ihn nerven. Würde mich schwer wundern, wenn er ihn am Leben lässt. Ansonsten haben wir nächste Runde 7, dann können wir den Spaß hier machen mit Kontrolliere ein Geheimnis und... Ja. Und wenn ihr mir die alle am Leben lässt, dann spiele ich die nächste Runde nochmal. Kenn ich nichts. Geheimnisse haben wir zwei, ne? Rüstung und Gegenzauber. Rüstung ist cooler. Ich würde gern gewinnen, aber ich glaube, es wird schwer. Seid auf der Hut in diesem Tal. Entdeckt gleich zwei Geheimnisse. Und Rüstung kriegt er auch, oder was? Nein. Darf auch direkt gleich ausrüsten. Wie mies ist das denn? Ruf dein Tierbegleiter herbei, natürlich. Ja, wie ich gesagt habe. Das würde ihn zu sehr nerven. Ich kann ihn leider nicht umbringen. Da ich das mit dem Geheimnis machen will. Ach doch, ich bringe ihn hier um über das Geheimnis. Ich habe nichts gesagt. So, wollen wir den Gegenzauber machen? Halte ich für fast besser. So, jetzt wird irgendwas passieren. Ja, war klar. Was? Saftsack! Was reicht noch? Was? Ich bin genervt. Oh Gott, ey. Ist klar, was Todesröcheln, ruft ein Junges herbei. 5-6, jawoll. Ich hab nichts für Massenschaden. Ich kann auf jeden Fall. Gegenzauber, mein Freund. Eiskalte Berührung. Müssen wir spielen, bevor es rum ist. Also, ich muss das Geheimnis spielen, dass alle zwei Schaden kriegen. So, das ist wichtig. Hier mache ich 3 Schaden jetzt. Dann killen wir einen von denen. Ach so, aber ich muss hier durch. Also, ich würde gerne. Ist eigentlich dumm. Wenn ich sie spiele, kriegen alle 4 Schaden. Aber nee, ich muss die Karte spielen, es geht nicht anders. Dann ist der auf jeden Fall tot. Der hier fügt auch einen Diener 2 Schaden zu. Jetzt anders machen sollen. Ich hätte einen anderen töten sollen. Das war dumm. Alter, gleich 2 Junges mit 2-4. 2 gleich. Ach, come on. Come on. Na, Pool. Da habe ich leider kein Geheimnis mehr. Doch, da habe ich noch eins. Aber der killt er mir jetzt eh. Wer von euch kann Sinashari buchstabieren? Ich könnte jetzt mal Flammenschlag gebrauchen, um das Board zu clearen. Das wäre fein. Du hast keinen Mann mehr, Junge. Natürlich.
Was denn? Hä? Du hast doch gar kein... Wieso kannst... Du hast 0 gehabt. Wie kannst du 1 mit 2 ausspielen? Das ist doch Bullshit. Ich muss das brabbelnde Buch spielen, in der Hoffnung, es kommt was Gutes herum. Ruft einen Schneemann mit 3-3 und einfrieren herbei. Das hilft mir jetzt irgendwie gar nicht. Jo, und das hier. Und dann ist das so. Gebe nicht kampflos auf. Er wird die wahrscheinlich killen. Mit einem von beidem. Weil das zu sehr nervt, dass dieser nicht geheim ist, ob das er ist, weil 2 Schaden kriegt. Ich hätte es an der Stelle wird's tun. Ja. Geil, eben nicht übel. Muss ja mal einen Stress-Hearthstone hier ein bisschen quetschen. Kann er nichts spielen? Will er nichts spielen? Was ist los? Der darf direkt angreifen. Das Ding hat Ansturm. Ach, come on. Okay, wartet mal. Also den grillen wir jetzt auf jeden Fall. So. Dann hätte ich gesagt, das prabbelnde Buch killt ihn. So, was haben wir noch in der Hand? Ja, mal den Schneemann hier. Ruft einen... Ruft einen Schneerohling. Okay, herbei. Alles klar. Du nicht nehmen Kerze. Das war's. Reicht nicht. Doch, es reicht. Wenn der mir beide nicht killt und mich nicht killt, kill ich ihn nächste Runde. Na, scheiße. Ja, solange der noch da ist, kommt... Ja. Das ist wieder lächerlich, ne? Ja, da natürlich auch ein Sturm, ist klar. Ist klar. Heldenfähigkeit macht einen Schaden mehr. Also, Todesröcheln, solange der da ist, kommen 2 neue Köpfe herbei. Das war's. Ich hasse das Viech. Das ist so bekloppt. Kannst nichts machen gegen. Ja, ich kann den töten. Was können wir tun? 4 und... Ja. Ich hätte ihn leider schade. Hätte er das nicht auf der Hand gehabt. Also, wir machen mal zumindest mal den weg. So. Möge das Feuer euch verschlingen! Ich muss Kreaturen ausspielen. So was habe ich nämlich nicht. Schneeoge. Ruft einen Schneeoge mit 9-9 Einfrieren herbei. Okay. Die Karte ist nicht ganz verkehrt.
Ja, aber mit diesen Hydro-Köpfen da. Das ist halt eine fiese Karte. 5 kostet die vor allem nur. Ich weiß nicht, aber ich fände es fairer, wenn der dann in der Mitte stirbt. Also wenn die Köpfe wegsterben, wenn ich den Körper in der Mitte töte. Das fände ich fairer. So, aber ich wollte gerade sagen, an dem Mage-Deck, da spielen wir doch die Zauber aus. Mehr haben wir nicht geschafft. Nee. Durch Fluten haben wir leider nur eine geschafft, glaube ich. Wenn es hochkommt. Aber wir haben ein bisschen was. Na? Wieso nicht? Ja, jetzt. Aber da muss ich wieder sagen, Crytek, mit eurem scheiß Serpent Grind Event. So macht man einen Beutepass, so macht man einen, was ist das hier? Nicht Beutepass, Gasthauspass. So macht man ein Event, eine Season, das ist motivierend. Ich verliere und schalte trotzdem Dinge frei. So muss es sein. Ja. So, nächste bis 2 Stunden. Ja, das hätte ich halt gern gemacht. Ich weiß halt nicht, wann ich nochmal zum Hearthstone spielen komme in den nächsten paar Tagen. Das ist das Ding. Immer noch ein Mage, komm. Weil da habe ich ja ein Kartendeck. Welchen Gegner hätte ich gerne? Ist eine gute Frage. Die ich mir gerade selbst stelle. Was ist denn leichtes Futter für mich? Ich weiß es nicht. Sind alle schwer. Priester. Ich würde jetzt Priester haben wollen. Keine Ahnung, ob es gut oder schlecht ist. Die Partie kann nicht gestartet werden, da der Gegner. Okay. Keltas gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Selama Ashalanore. So, was haben wir denn hier? Wir haben Flammen. Na, zweimal Flammenstoß. Nee, auch ehrlich gesagt, einen Feuerball brauchen wir jetzt noch nicht. Ich hätte gern irgendwas. Ist ganz okay. Ja. Ja. Hexenmeister. Ich sehe, habt ihr Gäste dabei? Gäste dabei. So. Geil, schieß die Scheibe drüben rein. Geil. Okay, was tun wir? Ah, der hat Schaden genommen, für Karten zu ziehen. Ja, ja, ja. Sonderbar. Er ist besser. Er ist besser. Zeit, unseren ehemaligen Meister vom Thron zu stoßen. Okay.
klingt so schön. Verkohlt! Ach, schreibt mich nicht so an! Darauf habe ich gehofft. Den müssen wir direkt töten. Welch ein Dilemma. Ich überlege gerade, es wäre witzig. Was machen wir? Kommt. So, die sind nämlich beide jetzt nervig. Jedes Mal zwei Karten. Da würde mir jetzt einen mindestens töten. Jedes Mal ein 1-1er Wichtel halt, ne? Haben noch keine 7. Leider. Das fand ich jetzt mal lustig. Zwei Karten ziehen. Das ist halt super nervig. Oh, okay, okay, okay. Fiese Karte. Macht dir nur Schaden. Finde ich gut. Okay, die müssen da was töten jetzt. Also verursacht 3 Schaden, wenn ihr ja. Muss die töten. Wenn ihr mit dieser Karte auf deinen Zauber geweckt habt. Wir wirken aber gerade keinen Zauber. Ich habe nichts dabei. Ich kann eine weitere Kreatur spielen und einen Zauber. Diese Lachen. Ich finde die geil. Ja. Mein Humor. Mein Humor. Treffen sie genau, diese 2. Was sind das? Das ist die Pyromanin einfach nur. Das ist ein kleiner Goblin, ne? Goblin Mage oder so. Da brennen die Haare, da brennt die Hand, da brennt der Stab, da brennt alles. Da brennt es wahrscheinlich auch im Schritt. Wer weiß. Bei den Pyromanin ist alles Feuerflamme. Schade. Macht er das hier? Tradet er? Nein. Da habe ich ein bisschen gehofft. Und leider immer noch keine 7. Wir können ihn jetzt aber spielen. Oh, das ist gut. Die Gezeiten werden euch den Geist verdrehen. Jetzt zieh meine Karte. Und machen hier 3 Damage. Das war's. So. Nächste Runde haben wir die 7. Da können wir das machen mit diesen 2 Damage pro Runde. Mit einem Geheimnis Gegenzauber und dem hier. Und dann noch ein Geheimnis. Wie ist das denn? Wenn euer, hier, Ende des Zuges. Wenn ihr ein Geheimnis kontrolliert. Was ist, wenn ich 2 kontrolliere? Mache ich dann 4 Schaden? Und das Ganze mal 2, also 8. Ich glaube nicht. Das wäre dann wieder zu hart. Wobei, ich fände es fair. Im Dunkeln wisst ihr nicht nur oben und unten. Ja, war klar, dass er jetzt gegen die vorgehen muss. Die haben mir schon sehr viele Karten gebracht. Da brauchen wir nicht beschweren. Was hat er sonst noch? Ach, diese Bücher sind ruiniert. Er hält +1, wenn ein Wichtel kontrolliert. Das habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, wir machen jetzt genau das, was ich gesagt habe. Wir machen Gegenzauber. Und wir spielen die. Also,
Und da gibt's gleich mal zwei Schaden. Zwei. Und hier sind die schon mal ein bisschen low. Das war's. 17. Und die mal, und das macht schon 12. Ja, also. Gucken wir mal. Ah, Sau. Ah, oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Er hat's nochmal auf der Hand, oder? Der kriegt nämlich immer plus 1 für jeden Wichtel. Ich bin zwar klein, aber furchtbar wild. Okay. Was haben wir jetzt? Oh. Okay, wir werden eh noch eine Runde machen. Okay, lass mich kurz überlegen. Wir spielen jetzt nochmal denselben Scheiß. Weil wir es können. Wir machen nochmal Gegenzauber. Und nochmal hier. Dann gibt es jetzt gleich nochmal zwei Schaden. Dann sind die zwei zumindest tot. Und der hier, der gibt es aber jetzt einen Wichtel. Das ist mir erstmal egal. Hier machen wir den Schaden. Muss gleich unbedingt eiskalte Berührung ausspielen. So, jetzt muss er nämlich auch wieder gucken, dass die hier wegkommt. Die Barkeeperin, die ich halt schon wieder auf der Hand hatte, weil ich Glück hatte. Was, warum? Weil das kann. Er muss irgendwas auf der Hand haben, was mehr Schaden macht dann. Hahaha, Gegenzauber. Ich darf mich auch mal freuen in dem Spiel, Leute. Jetzt bringt er sich ja selbst um. Verzweiflungstat. Gut gespielt. Okay, ich muss noch Zaubersachen ausspielen. Ich muss noch Kreaturen ausspielen. Nein, gib doch nicht auf! Gib doch nicht auf! Ich muss noch Kreaturen ausspielen. Ach, du... Du Nudel! Mann! Deswegen lasse ich es auch immer gern zu Ende spielen. Das prabbelnde Buch. Doch, das prabbelnde Buch hätte, glaube ich, Kampfschrei gehabt. Verdammt. Das ist doch doof. Und mit versauen sie einem. Ich weiß nicht, ob die das beabsichtigt machen, die Spieler, dass die einem dann die Dailies versauen wollen. Paladin, gesegnete Güter. Was haben wir hier? Kavalleriehorn. Da geht's ab. Alle Klassen Kampfschrei. Brücke. Mir fehlen auf jeden Fall noch jede Menge Karten. Wir können mal kurz gucken, was wir doppelt haben. Gar nichts. Cool. Nichts doppelt gekriegt heute. Nice. Das freut mich doch. Welche Mage-Karte ist denn neu? Irgendwann haben wir neu bekommen. Das hier oder was? Das Amulett? Nein, so. Hätte mal kurz alles durch, dass die Einser da verschwinden. Nervt mich nur. Ja, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Zurück. Was? Ach, da jetzt doch noch zwei. Das sind ja nur gefühlt. Jetzt. Okay, wie sieht's denn mit den Dailies aus? Also wir müssen das noch einmal ausspielen. Das möchte ich gerne noch machen. Durchfluten jetzt noch einmal ausspielen. Der Rest ist mir dann egal. Das mit Kampfschrei und mit Mana verbrauchen und so. Und Todesröcheln, mein Gott, das kriegen wir alles noch irgendwann hin. Der Monat geht ja noch ein bisschen, aber. Ein letztes Match noch. Gegen Valera. Seid auf der Hut. Selama Ashalanore. Gute Start hat.
Die würde ich komplett selber halten. Ich wollte nur noch einmal tiefer Atem spielen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Fertig. Bei der eiskalte Böhre spielen, so. Ah, wie ich sehe, habt ihr Gäste dabei. Ach, und nochmal die erste Flamme. Das war's. Das ist halt auch fies. Erste Flamme kriegst du vor die zweite Flamme. Auf zum Tanz. Sofern der jetzt nicht aufgibt, sollte ich auf jeden Fall die eiskalte Berührung spielen können. Aber das, dann sollte ich sie zumindest so spielen, dass es Sinn macht. Jackpot. Also ja, Sinn ergibt. Nicht einfach sie einfach rausspielen, dass ich die Daily voll gemacht habe, sondern so spielen, dass ich auch eine Einheit töte. Er ist halt auch doof jetzt. Das Haupt haut 6 Schaden raus. War eigentlich dumm. Der spielt jetzt eine Standardkarte mit einem 2-2er oder so und dann drücke ich dem gleich mal 6 Schaden rein. Aber der Rest bekommt sein Held. Okay. Okay. Immerhin. Was war das für eine Karte? Ja, die kosten eure Handkarten um 1. Ich glaube nicht. Hm. Tiefer Atem, schon wieder tiefer Atem. Ah ja, gut, das Mana verschwenden kann ich auch nicht, also. Das war's. Haben wir zumindest die Daily jetzt fertig. Ah, es wäre zu hart, wenn es auch noch der Held wäre. Hm, die erste Flamme, es wäre zu hart. Die hätte ich auch gern golden übrigens. Mal was. Der hat wahrscheinlich auch viel Sachen auf der Hand wie zerstöre eine Kreatur. Irgendwie sowas. Garantiert. Ah, die sind so hoch, die Karten, die er hat. Ha, so gut wie er geht. Na? Bestimmt ganz viele Karten mit, mache dem Diener dies, mache dem Diener das und ich habe nicht einen Diener. Ah. Bist du zum Druiden mutiert oder was? Mage halt. Damage, also hiermit kann ich ihm 10 reindrücken. Okay. Hat er jetzt nicht schon Karten verbrannt? Wie ist das? Gegner 10 Karten. Du darfst nur 10 haben. Okay. Hast doch 0 Mana. Was willst du denn machen? Seine hat eine Karte, die hat 0 gekostet. Dann soll er die spielen. Hm. Jo, Kampfschrei gegen alle Feinde. Ah, setzt eure Heldenfähigkeit gegen alle Feinde ein. Ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber dafür gibt es zu wenig Feinde auf dem Feld. Also spiele ich die jetzt nicht.
Die spielst du, weil wir machen ja 2 Schaden aktuell. Wenn ich hier 3-4 Karten habe, dann spielst du die. Wir machen das wieder so. Das war's. Zack. Meine Hand ist zu voll. Aha, jetzt verbrennen ihm schon die Karten. So hat das der Onkel gern. So hat das der Fitz gern hier. Bin ja kein Onkel. Aber ja, so habe ich das gern. Verbrenn dir Karten, komm. Also neu kostet 2 weniger, also will eine mit 9 spielen, oder was? Vielleicht will er auch nur eine spielen, dass sie keine Karten mehr verbrennen, aber von mir aus, du hast eh nur 30. Ihr habt keine 40. Schade, warum nicht 3 Karten? Er verklickt sich und dann verbrennen erstmal 2. Das wäre schön gewesen. Kann ich dir was rüberschießen? Nächstes Mal hier. Geht doch, glaube ich, automatisch nach, ne? Ja. Im Tod lernte ich die Kunst der Kampfschrei legt einen Dolch an. Aua. Dafür hat er aber lange gebraucht hier. Okay. Was ist das? Eine 3-4er Figur oder was? Der hat mehr Gegenzauber. Finde ich eine feine Sache. Plus 1 Angriff. Sonderbar. Alles andere ist gerade Quatsch. Ne? Wir gehen mal auf die da. Das war's. Ich habe meine Daily voll. Ich bin glücklich. Ich würde es gern gewinnen, wenn ich es verliere, ist auch egal. Na. Er braucht mehr Kreaturen, dass ich hier meine Karten ausspiele, sonst. Nur noch 8 Karten. Wieder 10, mein Freund. Komm, komm, komm. Was ich ein bisschen doof finde, ist, ich habe die besten Angebote, mein zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr einen Zauber wirkt. Oh, von mir aus. Du hast eh nicht mehr so viel. Also, hier, selbst wenn die Zeit schon abgelaufen ist, dann, geht's trotzdem. Also, was ist das hier? Okay, also wir spielen jetzt die hier, setzt eure Heldenfähigkeit gegen alle Feinde ein. Genau, das ist Quatsch. Wir brauchen nicht. Die schaffe ich. Moment, doch nicht alle! So, und den grillen wir jetzt auch. Ach, guck mal hier. Scheiße, hätte ich zuerst spielen sollen. Fuck it! Das war dumm. Das war dumm. Ah, ärgere ich mich. Ich jetzt 2 Karten mehr auf der Hand. Jo, wir machen 6 Schaden. Wenn er die nicht killt, reicht nicht. Wieso hat er denn die Karte? Ist doch kein Mage. Was soll der Bullshit denn? Irgendeine Karte gehabt mit Klone, was aus dem Deck oder was? Hallo Bloody Cat, schön, dass du reinschaust. Hallo. Das brabbelnde Buch, da ist es. Auf geht's, brabbeln eine Runde. Haben wir den auch nochmal, okay. Also verursacht 3 Schaden. Können wir eigentlich direkt auf den Helden machen, weil wir haben es aktuell. Ja, machen wir. Der Rest ist alles Diener-Schaden. So, ich muss den auf 10 runterhauen. Dann kriegt er hier den Pyroball rein und dann in your face.
musste beim Mage eigentlich immer mit rechnen, dass der einen Pyroschlag auf der Hand hält. Ja. Alles gut bei dir, Malikat. Wie geht's? Erzähl. Er hat so viele Karten auf der Hand, aber er tut mit denen nichts. Was? Was war das? Für immer? Welch ein Deal. Das heißt, wir dürfen nur noch eine Karte pro Runde spielen, oder was? Für immer oder nur für eine Runde? Was ist für eine scheiß Karte? Und wieso darf er die spielen? Ihr habt keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Hä? Was zum Geier geht hier ab? Was ist das, was zum Geier geht hier ab? Effizienz genügt. Ha, so gut wie erledigt. Was geht hier ab? Ja, ich habe immer nur noch einen Mana pro Runde. Aber er hat zwei oder was? Das ist doch jetzt eine Scheißkarte. Ich hätte das locker gewonnen. Locker gewonnen. Aber mit dieser Karte hier, dass ich jetzt nur noch ein Mana habe und er offensichtlich zwei oder was und alle Karten kosten nur noch eins. Was ist denn das für eine Bullshit-Karte? Ich hätte locker jetzt schon längst gewonnen. Jetzt gewinnt er wegen... sein Mana steigert sich. Aber meins nicht? Warum ist denn das so unfair? Was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn das für ein Scheiß? Warum steigert sich sein Mana pro Runde und meins bleibt jetzt auf 1? Wer programmiert sowas? Ja, das ist doch langweilig. Also sorry, aber hier sind so viele Mechaniken drin, wo ich denke, das muss doch einer getestet haben. Das muss man doch balancen. Da reg ich mich doch zurecht auf. Ich reg mich nicht über den Spieler auf. Der spielt das Spiel, wie es ihm vorgibt. Ach, jetzt habe ich zwei oder was? Ha, jetzt haben wir gewonnen. Am Arsch, du Sack. Spaß. Gebiete über meine Spaß. Macht. Nur ich gebiete über meine Macht. Glück habe ich die Karte bekommen. Aber trotzdem ist es Quatsch. Ich bleib dabei, das ist Quatsch. Er programmiert sowas. Das muss gebalanced werden. So, wir haben noch 5 Karten bekommen. Also ein Kartenpack mit 5 Karten drin. Die machen wir noch auf, dann wechseln wir das Spiel. Da hier noch was hier, zack. Oh, cool. Gewinne 100 Spieler als Magier im gewählten Modus. Und dann? Ach, das brabbelnde Buch haben wir jetzt in golden. Ach, die haben wir jetzt alle... Nee, die haben wir zweimal gekriegt. Die nur einmal, oder was? Moment. Wir machen jetzt eine Karte nicht auf. Müssen wir mein gutes Mage-Deck anpassen. Die Kathedrale der Sühne, man kennt sie. Okay. So, was schreibst du? Bei dir alles gut bei mir? Ja, ich hab bald. Ich bin urlaubsreif. Kurz vorm Urlaub im Sommer bin ich das immer. Noch 2 Tage, dann habe ich 2 Wochen Urlaub und danach geht's in Endspurt des Jahres. Freue mich auf die Gamescom. Freue mich auf den Urlaub generell. Habe ich Visitenkarten hier? Ah, wartet. Ich kann nur kurz die Kamera halten. Moment.
So. Ich habe sie auf Instagram schon gepostet. Unspektakulär. Hier die Vorderseite, die kennt man, sieht spiegelverkehrt. Egal. Die Rückseite auch spiegelverkehrt. Egal. Also Fitzfuchs steht da drauf. Und dann das Emote. Was erkennt? Das High-Emote. Schau vorbei, ich freue mich auf euch. Und der QR-Code zum Abscannen. Okay, spiegelverkehrt, das ist jetzt nicht ganz so cool gemacht, gebe ich zu. Egal. So, die sind heute angekommen. Meine Sammlung. Danke dir, Bernicat. Wir haben 5 Mage-Karten bekommen, genau. Das brabbelnde Buch zweimal. Genau, was haben wir noch gekriegt? Da war was. Gegenzauber zweimal. Pyro zweimal in Flamme. Ja, sehr schön. Und The Blizzard. Okay. Moment, wir müssen kurz zu... Nein. Nein, nein. Oh, ich habe Doppelte. Fertig. Moment, ich... Das ist das falsche Deck. Ja, da. So, also. Brabbelnde Buch hier. Haben wir natürlich gleich mal hier in Golden rein. Dann, was haben wir noch in Golden bekommen? Die Eisbarriere. Haben wir die Eisbarriere schon? Zu 3. Da haben wir schon in Golden. So, explosive Runen. Auch 3. Ich auch die goldene Variante rein. Ist doch klar. Gegenzauber. Gegenzauber hat auch 3. Zack. Und die Pyromane noch, genau. Auch in golden. Der Feuerball haben wir schon in golden drin. Tollkühner Lehrling haben wir, glaube ich, auch einmal drin. Das ist eine 4er-Karte. Ist zweimal drin, einmal golden. Ja. So, die Barkeeperin haben wir, glaube ich, auch einmal golden, einmal normal drin. Ne? Auch eine 4er-Karte. Ja. Okay, ansonsten... Ja gut, das haben wir noch bekommen. Das spiele ich aktuell nicht. Gut. Haben wir noch was gekriegt? Zurück, runter, drauf. Ja, gucken wir mal kurz die Dailies an. Was mich hier noch ein bisschen erwartet. Haben wir noch was hier zum Freischalten? Nö. Also wir haben ein paar Level gemacht heute, das freut mich. Wir haben auch ein paar Dailies gemacht. Ja, das Mana macht man mit der Zeit. Spiele 50 Karten mit Kampfschrei aus auch. Und nächste Quest gibt es in 2 Stunden. Das heißt, in 3 Tagen kann ich Hearthstone locker wieder auspacken. Dann haben wir wieder ein paar Dailies zum Wegspielen, dann machen wir das auch noch. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme, ob so am Sonntag oder vielleicht am Montag wieder. Nächste Woche habe ich ja Urlaub, mal gucken. Auf jeden Fall packe ich es dann nochmal aus, ein schönes Spiel für zwischendurch. Gerade so am Abend mal so ein Stündchen, 1,5, 2. Dafür ist es echt schön. Ja, auch wenn es ein paar Sachen dabei sind, wo ich sage, ey Leute, wie kann man denn? Ja, ich verdiene mir auch immer gerade hier dieses Gold, wie ich gerade sehe. Bin mal kurz in den Shop. Weil ich kann doch auch Sachen für Gold kaufen. Kann ich diesen Pass auch kaufen? Nee, ne? Nee, da muss ich Geld für zahlen, okay. Aber ich kann auch gewisse Sachen... Die Kartenpacks gehen, ne? Ein Pack für 100. Könnte ich mir jetzt 20 holen. Aber wir sparen mal noch weiter. Was ist das? Emotes oder was? Okay. Ist auch geil. Aschi. Sau geil aus. Sich bewegt, wie sie guckt. Keltus hat. So, aber gibt's nicht auch. Warte mal, die sind die Erweiterungspacks. Ich kann aber auch die alten Sets noch kaufen. Ah ja, hier. Ich kann dieses Miniset für 2000 kaufen.
Bin ich jetzt nicht so scharf drauf, aber nur als Beispiel, das kann ich auch damit ausgeben. Ansonsten kann ich die Kartenpacks nur einzeln kaufen. Das sind die alten Packungen. Das sind die früheren und die alten Solo-Dinger. Die spiele ich jetzt auch alle nicht mehr nach. Das lassen wir mal. Nee, okay. Wir sparen mal weiter. Ja, wir sparen mal weiter. Hier, wie gesagt, hier schaue ich die Tage wieder rein. 2, 3, 4 Tage machen wir Pause. Dann gucke ich in Hearthstone wieder rein. Schönes Spiel. Ja, für zwischendurch. Und ich sag's nochmal, das ist ein motivierendes System, weil selbst wenn du den ganzen Abend nur verlierst, mal schaltest du trotzdem über deine Dailies Punkte frei und kriegst dann Sachen geschenkt. Das ist ein motivierendes System, können sich, ich sag nochmal, Crytek bewusst andere Entwickler eine Scheibe von abschneiden. Weil dann hast du hier immer so ein bisschen was Motivierendes und schaltest hier wieder ein paar goldene Karten frei, schaltest hier wieder ein bisschen Ingame-Währung frei. Ist so eine feine Sache. Ja, und mit so ein paar goldenen Karten und ein paar Kartenpacks kannst du dein Kartendeck wieder anpassen und dann wieder neu in die Schlacht ziehen und so. Ist doch super. Ja, für ein Free-to-Play-Game, ja, ohne Geld auszugeben, kommt man zwar schon weit, wenn man viel spielt, aber mit ist es dann doch ein bisschen leichter. Ja, da hat man ein paar mehr Karten zur Auswahl. Also würde ich dann schon empfehlen, wenn es einen nicht so sehr trifft, man die Mittel hat, so ein klein bisschen was zu investieren. Aber es ist ein schönes Spiel. Ich kann es ja wärmstens empfehlen. Es ist keine krasse Abzocke, wie es zum Beispiel bei Diablo Immortal ist. Gleiche Firma, anderes Spiel. Ne? So, im Stream bleibt dabei. Wir machen noch ein bisschen Going Medieval, so eine Stunde oder zwei vielleicht. Mal gucken. Da habe ich noch Bock drauf. Da habe ich ja gestern einen neuen Spielstand angefangen. Aber für die Hearthstone-Aufnahme ist an dieser Stelle hier Schluss. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.